Ciao, Judo-Meister. Du wirst für nächste Woche gebannt. Ja, egal. Einfach in den Chat schreiben. Ja. Man kann ja auch bei Smash GG Leute bannen, dass die nicht True. Hab ich schon gemacht. Nächste. Das ist amerikanisch. Also cool. Oh mein Gott. Wie macht man hier ein Du machst Anführungszeichen und dann A. Ernsthaft? Ja. Das ist ja ein Scheiß. Nächste Woche Band. Punkt. Weißt du Bescheid nächste Woche Fußball? Nächsten Samstag? Ja. Bist du hier? Ja. Okay. Also, wir sind glaube ich schon relativ viele Leute. Also. Ich guck einfach mal. Ciao. Cool, dass du da warst. Komm gut rein. Zu Recht. Gegen wen hättest du eigentlich Bock zu spielen? Was? Gegen wen hättest du Bock zu spielen? Gegen Dennis hast du ja heute noch gar nicht gespielt. Also. Jan ist ein bisschen gruseliger gerade für mich. Aber ich hätte mehr Bock gegen. Ja, gegen beide habe ich Bock gemacht. Halt gegen ihn. Ich spiele zurzeit, also ich bereite mich zurzeit mega viel auf Puff vor. Schau mir das Matchup mega viel an. Oh mein Gott! Eine Bombe. Oh, Alter, was ist denn heute mit seinem, was ist mit seinem Glück heute los? Nein, das ist kein Glück, das kann. Ja. Oh? Ah. Er hat RNG mit manipuliert. Aber wäre natürlich gegen beide, sick. Deswegen macht er mal die verschiedenen Kostüme, damit er die RNG ändert. Ja. Das wissen die wenigsten. Ja. Okay, viel zu viel Pound. Ich finde Pound. Damals, Scheiß von dir. Damals, als ich mir. Pound aufgewöhnt habe gegen Peach, ging automatisch drüber. Aber keine Tipps. Oh, wenn er dann was bekommt. Wir wollen das mit den Tipps. Ist so schwierig hier, weil du hier direkt neben den Spielern sitzt. Ja, das fanden die anderen auch richtig scheiße. Ja. Das ist halt echt blöd. Man braucht so eine Corona-Mauer. Ja, die Berliner Mauer. Jojo? Jojo? Nee, Jojo sitzt hier nicht. Ich bin ist das nicht eine Jojo-Referenz? Oh, was ist das? Shit. Hätte er besser punchen können, dann soll er mit dem Essen. Oh, die Meer hätte da, glaube ich, getötet. Nee, hier sitzt Maxi und Jonas. Also, Jonas könnte man auch sagen, Jojo. Ja. Also, ja, wenn du das willst, Heide, ja, dann sitzt ja, hier auch ein Joni. Früher ja, wurde ich auch Joni genannt. Joni, oh. Oh mein Gott, 100 Damage pro Sekunde. Er powershieldet den Jab into instant full hop forward, ja? Aber Peach and Tank. Heide, wie viel hast du heute getrunken? Bist du dehydriert? Oh mein Gott. Das war so clever. Oh, diese Grapplings. Das war so schlau. Kann man eigentlich bei Melee vieles über Grapplings schaffen? Glaube ich ja nicht. Nur Donkey Kong und Bowser. Ja. Also, bei Donkey Kong ist der Chain Grab. Bei Donkey Kong, wenn er Grab released, dann kann er daraus True gepunished werden? Oder so? Ne, ich habe vergessen. Irgendwas. Aber bei Donkey Kong, also Bowser kann auf jeden Fall, wenn der Gegner auf dem Boden bleibt, nach einem Grab-Release, regrab. Aber du kannst einfach nach oben halten und dann bist du in der Luft. Ja. Kommst du raus. Also. Und dann kann er mehr machen. Also, obwohl, es ist nee, zu das geht das ist zu langsam. Nicht mal Hustensaft. Okay. Aber Hustensaft ist auch richtig. Heide einfach, man sagt, ein Mensch ist aus 80% aus Wasser. Heide 80% Saft. Heide nur 10%. So heißt das Hustensaft, nicht Hustensaft? Das ist eine exzellente Frage. Ja. Und damit zurück ins Studio. Wie kombiniert die Frage der Woche? Okay.
20% Sterni, Mann. Und was ist mit den restlichen 20% in dieser Gleichung? Oh mein... Was geschieht hier? Ja, 10%, 20% Mensch. Achso. Oh mein Gott. I didn't get it. Alter, das ist ja immer noch Game 1. Wird es Tailout sein? Es ist Lot gegen H-Box. Ja. DQ, DQ Puff. Fucking Puff. Aber Dennis spielt es richtig, richtig gut und er kommt wieder rein mit einer Nair. Und wenn er jetzt keinen Quatsch macht, dann sieht es eigentlich gut aus. Aber noch 200%. Das ist, eine Nair müsste töten, wirklich. Das ist, oh mein Gott, das Spacing! Eigentlich ein, könnte schon, oh mein Gott. Hätte eigentlich Forward machen können. Forward Throw, meinst du? Ja, Forward Throw. Das könnte cool. Oder aber Upward. Also sollte jetzt relativ gut runterspielbar sein, aber das darf man sich nie denken. Nee. Der Luftballon ist tödlich. Oh Gott. Herzen sind gerade kurz stehen geblieben. Rund auf der... auf dem Globus. Gruselus. Der Kobi will ein Timeout sehen. Oh, das war's! Oh, Alter. Dennis schon besser als im Losers Bracket. Man, this is what Bob was talking about. Say what? Now every loser final ever is Pete's Puff. This is what Lord was saying on Twitter. Really? No, he was saying Puff should lose every timeout. Yeah. I agree. No, I don't. I think... It's such a weird... It's like, so dumb. Explain that to someone like starting the game new. Yeah, only Puff. Only Puff. If you're like, okay... I've read the best comment someone said. Sheik only just count the win against Bowser if you if Sheik Bowser. Wait, what? The brawl Bowser. Wait, what? Oh yeah. Sheik versus Bowser. Sheik only has one stock. Yeah, I'm down. But only versus Bowser. Yeah. That's like so oddly specific. It's so weird. It's so funny. No, I think Puff matches should only be one stock, and Fox matches only like 10 stocks. Then they take the same time. 10 stocks. Imagine getting JV11. Holy shit. He must made Liegestütze. Push-ups. Yeah. Yeah. 100. Like One Punch Man. I don't even feel like this is such a clear-cut counter pick for Puff in this matchup. Unless you're like getting a lot of rests, then it's disgusting to play for Peach. Because it's so hard to come back on. But as long as you're not getting rested as Peach, the stage feels really, really good. Because you have so much space to run away for. And push as, to be fair, I think Puff is running away more than Peach. I think he's not doing it. It depends who's in the lead. Like, and yeah. I think Peach is really good at running away too. I don't know, but what does she do? Like, I feel like Peach is less mobile. Oh. Like, but she has like better like... She does get turned. Yeah, she has turns and whatnot. And I don't know. I think it's pretty hard to deal with. Like if you ever played against Triff, it's disgusting. I imagine. But I mean, Lot is saying that this should always be a time on this stage if Puff is playing properly. Yeah, probably. But it must be the play style. I actually think this matchup is hard for Puff. Until like level. It's definitely, I think it's good for Puff, but it's not easy to play at all. Yeah, exactly. Holy shit. I think it's amazing for Puff, but I think it's hard. Yeah. Oh, Özgeschmözge. Özgeschmözge, hallo Friends. Ey, gar kein Problem. Du darfst raiden, wie du magst. Ja. Aber Dennis schlägt sich hier ganz schön gut.
Levin. Ey, danke. Es ist voll lieb, dass du trotzdem vorbeischaust. Hoffe, dir geht's gut da drüben. Wenn du stirbst. Da drüben in 1-0. Heide, so bist du clean heute. Schön. Ja, das ist halt das Ding. Also, vor allem, Peach stirbt viel später als Puff auf dieser Stage. Und Peach kann halt Puff töten. Oh, das war fast HBox DI. Er ist fast gestorben bei 0%. Ja, also. Ja, aber vor allem das Matchup ist so schwer für Peach und ich finde, er spielt das immer so gut. Aber Jan ist auch so gut geworden. Oh, Levin! Also, ich kann auch gut vorstellen, verstehen, dass Jan vor Geldmann gerankt wurde. Ja. Weil Jan so krass am Thriven ist. Ja. So. Jan auch viel mehr aktiv bei den Nationals unterwegs. Ja, und halt auch wesentlich bessere Wins. Ja. Gegen Irfan, gegen Shima 3-2 verloren gehabt. Hey, darf ich da mitkommen zu dem Willkommen zurück im Leben? Ich wollte eh schon mal vorbeischauen in Potsdam, oder? Oh mein Gott, erlitten. Noch 3 Minuten 45. Es lädt dich ein bei Heide. Nice. Danke für die Einladung bei Heide, Eske. Super lieb. Let's go. Oh mein Gott, und auf einmal ist Dennis wieder in der Lead. What the fuck? Die Waschmaschine war wieder da. Die Spülmaschine. Irgendjemand hat vorhin Spülmaschine zu der Waschmaschine gesagt. Das war eine sehr lustige Vorstellung. Ja, Spülmaschine kann auch wegen oben. Ja. Ja, die Waschmaschine jetzt ist sein, ist ihr Kleid wieder weiß. True. Bis eben hat er noch Daisy gespielt, aber jetzt spielt er wieder weiß Peach. Mitten im Set. Er ist ja RNG-Manipulation. Oh mein Gott, Waffeln? Waffeln, Frog? Jan war so beschäftigt mit dem Hin- und Her-Dashen, dass er nicht gemerkt hat, dass Dennis direkt vor seiner Nase ist. Alter, diese Prozente. Noch 2 Minuten 20. Ja, das Emote ist super sick. Und lebt noch. Und Dennis mit der DI des Neptuns erlebt. Oh, aber das ist ein Problem, weil er liegt in Stocks hinten. Und wie machen wir das eigentlich? Gibt's bei uns Lash-Grab-Limit oder irgendwie sowas? Er hat ja auch nicht die. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich glaube, wir haben keins. Nee. Ich weiß nicht, ob das im Melee Omni-Reset ist. Oh mein Gott, dieser Arms-Attack. Oh mein Gott. Ja, das ist. Also so langsam Hit für Hit, das ist immer ungewinnbarer für Dennis. Oh, und jetzt 80% bei einer Minute auf der Clock. Also ich würde es auf jeden Fall weiterspielen an seiner Stelle. Es kann immer alles passieren. Aber du musst jetzt drüben ziehen und hoffen. Alter, diese Hitbox ist so krass. Oh mein Gott, into F-Tilt. Schau, du hast einen Vor-Tilt. Vor-Tilt, big if. Eine Minute auf der Clock. Alter. Ja, kann er einfach ganz in Ruhe spielen. Einfach die ganze Zeit wegrennen. Und es geht komplett durch. Jetzt kann Double DDD auf der linken Seite. Aber Jan, der ist, möchte nicht Overtime machen. Ja. Der möchte dir jetzt einfach. Er will einfach das Game killen. Er will einfach killen, ja. Ja, er möchte erst sehnsüchtig machen kurz. Ich finde es schon auch gar nicht so dumm, weil sonst lässt du ihn drüben ziehen for free. Ja, aber Problem ist halt eine Waschmaschine und dann ist er schon fast killed. Ja, da erzählt. Immer noch nicht. Noch 35 Sekunden. Aber ja, 30 Sekunden. Oh, okay. Bis jetzt schon 15 Minuten gespielt, aber kein Timeout. Es ist insane. Oh, die grüne.
Aber das ist ganz cool. Dann muss ich erst im letzten Match gehen und mich aufwärmen. Weil dann habe ich ja immer noch 8 Minuten, um mich aufzuwärmen am Ende. Außer wenn es im Vorstock schnell ist. Schnelle Liegestütze wird. Ja. Dann muss er aber noch Liegestütze. Wenn halt Jan activated ist. Oh, er kommt jedes, die grüne Peach. Weil jeder Stage ist eigentlich ein Dream von denen für Priorities, die spielen. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Louis Bamana Boni sagt, ich habe Jan Ulrich am Samstag bei Virtual Media beim ersten Mal gespielt. Und nicht so. Oh mein Gott. Das ist. Das ist eine neue Xbox. Ich finde immer so geil, was die Geschichten da einfach. Oh shit. Eigentlich muss das schon fast ein Command sein. Einfach die Ausdruck, was ich so also. Ja, ein Shield-Stuck sein ist mal gar nicht so gut für Peach, aber. Das seid ihr beiden scheiße. Weil dann kommt einmal die Waschmaschine. Oh Gott, das hätte sein können. Mein Gott, das ist auch ein Nailbiter des Todes. Oh, der Erdosch war im Vicious. Oh, diese Dash-Dance. Abwehr hätte gekillt. Vielleicht. Wow. Oh, hinterher gedüst! Peach hat einfach ihre Pumps weggeworfen und ist auf Tourenschuhen unterwegs. Ist Puff einfach hinterher gerannt, hat sie gegrabt und weggeschmissen auf die Mülldeponie. Some would say where she belongs, but I'm not one of those people. Luftballon aufgespießt. Oh, Dash Attack, solid Damage. Was ich da gerne mache, ich sage das jetzt ganz leise, damit das Jan nicht hört, aber wenn man gedownscrollt wird als Puff vom Peach, wenn man dann reinhält und nicht, also wenn man weghält, dann wird man nach oben geworfen und wenn man sehr wenig Prozente hat, dann kann man einfach restmashen. Wenn die Peach nicht aufpasst, wird sie erst. Oh mein Gott. Wieder das Gleiche. Aber ja, Secret Technique hier, bitte nicht weitererzählen. Was anscheinend auch eine Secret-Technik ist, dass Dennis 200 Millionen Prozent hat und nicht stirbt. Er milkt, oh mein melkt, Gott. Melkt, heißt es auf Deutsch milkt oder melkt? Melkt. Melkt den Stock. Milk. Jetzt habe ich das Wort so oft gesagt, dass es komisch ist. Ja, er heißt ja auch nicht ohne Grund Milkman. Oder Mjölkmann. Ja. Sieht fast aus wie ein Smash Ultimate Set. Einfach nur eine Attacke, das war's. Wegrennen. Hey, Ultimate ist sick. Nee, oder nee, Smash 4 war es hier, ne? Weiß ich, Smash 4 hab ich nicht geguckt. Ja, Ultimate gucke ich wenigstens beim Top 8, wenn Melee danach kommt. Bei Smash 4 habe ich nur darauf gewartet, dass einer, der gebannt ist, schnell gewinnt. Den Namen möchte ich nicht hören. Redacted gegen Redacted. What's going on? What's going on? Nick, Nick to the yeah, strap. One more. Nick Nein. to the strap. What's up? Yo. How you doing? Pretty good. How you doing, cuz? Eins, eins. Was? Ja, die beiden heizen sich auf jeden Fall mit Drohgebärden an. Alter, Sullivan. Sie schenken einander nichts. Sie starren einander an. Sie schenken sich nichts. Warum? Sie schenken sich wirklich nichts. Sie schenken einander nichts. Zu Weihnachten. Das ist wirklich traurig. Oh mein Gott, Peach ist so scheiße, den muss immer die Küche. Darum ein Timeout. Schau das an Weihnachten. Oh mein Gott, er ist fast geplatzt. So wie ich bei dieser Spannung. Danke Jojo für den Macher. Fauch vor Spannung. Oh mein Gott.
find's gut, dass Jojo in der anderen Ecke vom Raum gelacht hat. Stimmt über irgendwas komplett anderes. Ja. Aber ich nehm's einfach. Einfach irgendwas, was er im Kopf hat. Für mich und für meinen Comedy Gold an diesem Abend. Oh. Ja, Dennis macht das. Eigentlich so ein Soundboard für den Stadium an. Ja. Aber dann müssen wir auch... Die Transformation wieder da. Nice. Die Nähe. Die Transformation bekommt. Fullstop-Lied. 3 Minuten auf der Uhr. Es sieht gut aus. Wo war es nochmal mit diesem Wobble-Cam? Wenn immer gewobbelt wird, dass dann irgendwie so ein Random irgendwo, ja. Empathy-Level geht dann runter bei Wobbeln. Ja. Oh Gott. Okay. Dann wobbelt ihn mit Backass. Oder auch davor so, Last Dog is presented von Sterni. Oh, gut, das wäre nice. Einfach hier so ein Knopf, wo das dann kommt. Dieser Rest ist gesponsert von Matratzenkonferenz. Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle Matratzenläden einfach in der Ecke vom, so Eckläden, also immer von so einem Eck, von der Ecke von so einem Gebäude, ist immer wenn da ein Matratzenladen ist, ist er so in so einer Ecke. Achtet mal drauf, das ist absolut. Oh, Saturn. Saturn. Ich schau da von Saturn. Gesponsert von Saturn, geizeskönig. Mr. Saturn, gesponsert von Mediamarkt. Ne, die sind eh in einer Gruppe. Ebend. Oh Gott! Oh mein Gott! Heide, auch mit der Zeugenaussage hier live im Stream. Oh, noch 1:20. Und mit dieser Zeugenaussage zurück ins Studio. Smarter Toad hier, Einsatz vom Toad. Jede Sekunde zählt. Habe ich mir sagen lassen. Okay, Jan, oh mein Gott, er geht da einfach raus. Und der Tod ist gesponsert von Maxis Zauberpilzen. Und eigentlich, also es sollte nicht gruselig sein, Peach ist hier gut, aber es ist trotzdem, es fühlt sich nicht gut an. Rest ist auf dem Tisch. Dieser Spot fühlt sich nie gut an. Aber Dennis gibt nicht, er gibt alles. Aber Monasite hat... Oh Gott, schöne Rolle. Oh mein Gott, schöne Nair. Er frisst einfach die Backair und Crouch cancelt in der Luft, weil er so wenig Prozente hat. Insane. Und Third mit der Hbox DI, ich glaube, er hätte das überleben können, aber hält einfach runter, weil er natürlich Rest gesperrt hat. Aber, ey, deswegen ist Hbox bekannt für seine Hbox DI. Hbox? Wenn Jan gewinnt, einfach... Fuck, ich muss mich langsam aufwärmen. Okay, jemand muss übernehmen. Ofis. Und wenn es Game heißt, deswegen. Daisy kommt drauf. Yeah.
stockt. Ja. Das ist manchmal so weird, wenn halt, ich glaube, wenn irgendwie Puff im Rest ist und dann getroffen wird. Irgendwie so. Oder irgendwie so eine Low-Hitbox kommt. Ziemlich lange getroffen. Das ist so weird. Bei ihm ist Fox. Man spielt auch gerade danach auf dem Sandplatz, oder? Ja, ganz anders. Also am Anfang habe ich wieder gemerkt, ich konnte nicht mal richtig moven. Also es war ganz unhörbar. Wie würdest du es vergleichen? Also, was ist es anders? Also langsamer auf jeden Fall. Also ich brauche länger und solche Dash. Ich brauche auch nur. Also online fühle ich mich bisher noch besser. Machst du mal lieber noch besser? Ganz okay, denke ich. Das wird halt lustig, wenn du gegen Cheek spielst, weil die Nieder sind halt ziemlich schwer zu sehen. Jan? Oh, Jesus, fucking Christ.